Elle est à toi cette chanson, toi l'Auvergnat qui sans façon m'a donné quatre bouts de bois. Kochgeschichten von starken Frauen aus einem Jahrhundert. Ich möchte Ihnen heute das Kochbuch Mein kulinarisches Erbe vorstellen. Dabei werde ich dafür aber Geschichten von Personen, die hinter den Rezepten stehen und auch, wie es zu diesem Kochbuch kam. Ich danke Claudia Zanolli ganz herzlich für die spontane Einladung, mein Buch in der Buchhandlung Domstraße vorzustellen. Im November hatte ich dann das Glück, den Sänger und Chansonnier und Gitarristen Stefan Kunz bei einer Veranstaltung, bei einem Geburtstagsfest kennenzulernen. Er sang so wunderbare Chansons, dass ich dachte, das passt hervorragend zu einem Kochbuch. Warum ich als Grafikerin und Fotografin dieses Kochbuch geschrieben habe? Aus Leidenschaft fürs Kochen und fürs Essen. Ich hatte viele Wegbereiterinnen, meistens waren es Frauen, die mein kulinarisches Erbe vorgezeichnet haben. Von 1972 an lebte ich in der Schweiz, heiratete und arbeitete als Grafikchefin bei der Frauenzeitschrift Elle. Fern von zu Hause vermisste ich natürlich meine gewohnte Küche und habe meine Lieblingsrezepte, die ich von zu Hause kannte, in einem handgeschriebenen Kochbuch gesammelt. Die habe ich dann ergänzt mit Fotos, mit Notizen, mit Geschichten, von wem ich die Rezepte hatte. Denn dieses handgeschriebene Kochbuch habe ich dann in der Schweiz weitergeführt. Zuerst waren es ja nur die Rezepte aus meiner Kindheit und später kamen dann auch die Rezepte von der Schweizer Familie dazu. Als Andrea Tichy, die Chefredaktorin von Quell und dem Quell Verlag, mein handgeschriebenes Kochbuch einmal sah, meinte sie, der Stoff aus diesem handgeschriebenen Buch wäre wunderbar geeignet, um daraus ein richtiges Kochbuch herauszugeben. Da musste sie mich nicht lange überreden. Ich war schnell dazu bereit und habe dann das ganze letzte Jahr die Rezepte gekocht, fotografiert und schlussendlich in diesem Buch zusammengefasst. Denn traditionelle Rezepte liegen wieder voll im Trend. Die Rückbesinnung auf regionale und jahreszeitliche Gerichte sind wieder hochaktuell. Nun darf ich Stefan Kunz bitten, das erste Chanson für uns zu singen. Elle est à toi cette chanson, toi l'Auvergnat qui sans façon m'a donné quatre bouts de bois quand dans ma vie il faisait froid. Toi qui m'as donné du feu quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés m'avaient fermé la porte au nez. Ce n'était rien qu'un feu de bois, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore à la manière d'un feu de choix. Toi l'Auvergnat, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel, ô Père éternel.